Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge. KATVerse, ich wollte jetzt gerade Transportführer sagen. Ha, fast daneben getroffen. So, ich habe den Gegenkranz fertig gemacht und wie ich mir schon dachte, es muss größer werden. Es muss noch ein wenig wachsen. Weil optimalerweise wäre es natürlich, wenn dieser hier an die Säule geht. Das heißt 1, 2, 3, 4, also wahrscheinlich noch eine ganze Ecke höher. Frage ist echt, wie viel? Also mindestens den hätte ich gern an der Säule dran. Also mal jetzt mal hier ganz geschickt. Guck mal, nee, wir können ja hier mal noch mal. Nee, wir machen das mal hier vorne. Hier haben wir einen besseren Blick auf die Sache. Kopieren Sie mal hier rüber. Ja, toll. Aber den natürlich noch nicht gesetzt. Und dann den hier auch noch falsch gemacht. Setze ihn mal hier hin. Ruhig. Gucken mal. Erstmal, wie hoch wir die Säulen noch ziehen müssten. Rein theoretisch. So hoch würde ich schon gern noch gehen wollen. Ja, doch. Also eigentlich sogar noch ein weiter nach vorne. Aber ich bin jetzt hier schon zwei. Zwei reicht. Mehr nicht. Mehr nicht. So, das heißt da einen hin. Da einen hin. Wir gehen jetzt auch mal einen raus. Aber da dann nehme ich auch wieder mittig. Das ist ganz nett. So. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich hoffe doch, es lohnt sich. Der ganze Akt hier in diesen luftigen Höhen. Vor allem ohne große Abwechslung. Lappa. So. Ich will das ja auch fertig kriegen. Ne? Ist ja nicht so, dass ich hier rumeiere. So, den packe ich wirklich hier nur einen nach vorne wieder. So. War richtig, ne? Ja. Yeah. Nein. Puh. Also ich habe doch gerade gesagt. Was habe ich gesagt? Ach ne, hier packe ich den nach vorne, genau. So ist richtig. Was eine Konstruktion mal wieder. Geht denn nicht normal hier? Am Ende sieht man das hier oben gar nicht mehr, weil es wieder zu hoch ist. Aber es soll halt ein Wahrzeichen werden, quasi. Ich gesagt, noch einen raus, ne? Ja. Zack, zack. Machen wir noch einen raus. Ja, komm.
Zum grünen Abschluss ist auch noch ein raus. So, und the last one auf dieser Seite. Okay. Das ist eine echt blöde Position. Darf ich das mal anmerken? Aber jetzt habe ich hier wenigstens wirklich fast bis dran. Nur dass sie natürlich dementsprechend hochziehen. Also das hier ist so, sag ich mal, die Spitze, ne? Das wird ganz schön viel Holz. Habe ich nicht was günstigeres, braunes? Mit Erde muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ja, so Schoko kostet auch zu viel, ne? Ist ja auch nicht billiger. Na gut, da kriegst du 8 raus. Oh, ist teurer geworden, habe ich das Gefühl. Ich werde es mit Holz machen. So. Davon geht genug. Ich mache jetzt gerade mal wegen der Höhe und ich hoffe, dass das hier so halbwegs passt. Dass das aufgeht. Natürlich nicht. Wieso? Dann halt nicht. Wir ziehen jetzt einfach durch. Erst einmal. Na, würdet ihr euch das trauen in dieser Höhe? Also jetzt in echt halt. Ich hätte da meine Bedenken, aber ich habe auch Höhenangst. So. Ich mache erstmal eine Seite fresh, ne? So, gucken, wie ich das mit den übrigen Dingern handhabe. Ja gut. Und die jetzt hier halt nicht bis da hochgehen. Ich glaube, die werde ich dann hier innen ein bisschen lang laufen lassen. So. Dann Andacht an das Gebäude. Okay. Jetzt nur so Problem, wenn ich den jetzt nochmal draufsetze, der ist garantiert zu hoch. Um einiges. Kann ich den nur halb einstellen? Muss ich per Hand bauen. Wie ätzend. Wir setzen erstmal hier. Und Fußweg rein. So. Thank you.
So kann man es auch machen. Ich meine, ich bin noch recht wenig gestorben. Ich hatte gute Reflexe, den Schirm zu öffnen. Und so, jetzt muss ich mir natürlich erstmal hier wieder an dieses Kunstwerk gewöhnen, was wir hier verpraktiziert haben. So, 1, 2, ne, mal 2, 3, 2, okay. 1. Ja, das ist auch doof. Ich kann das echt schlecht abschätzen. Hier fehlt natürlich noch Blau. Schon wieder so lange her. Ich mach das mal anders. So werde ich die einzeln setzen. Ich gehe mal ruhig bis hier. Ist ja nur eine halbe, das kriegen wir einzeln hin. Das sollte kein Problem sein. Oh. Kommt eigentlich nicht so weit. Die haben wir anscheinend auch eine Stufe übersprungen. Okay. Ja, der Fall ins Bodenlose ist auf jeden Fall da. Gib ihn! Das ist einfach der kürzeste Einstieg. Oh, geht auch zur Neige. Glibber auch schon. Davon haben wir. Nee, nicht du. Dich da. Ja, das wird uns rohstoffmäßig auf jeden Fall noch an den Rand zu uns treiben. Jetzt ein bisschen rote Farbe. 10. Blau ist auch langsam alle. Deswegen lassen wir den letzten mal frei. Immerhin 4. Also nicht übertreiben. Naja, ohne kommen wir ja nicht weit, ne? Muss ich ein bisschen abwarten gerade. Das tut schon fast weh. Komm, wir probieren es einfach mal, wie weit wir kommen. Die andere Seite werden wir wahrscheinlich so nicht schaffen. Da muss ich mir für die nächste Folge auf jeden Fall neuen Stuff besorgen. Rot haben wir hier ohne Ende, deswegen habe ich auch versucht, die Birken zu lassen. Ich gehe einfach hier. Egal, wir fliegen nicht hoch. Wir nehmen die Wasserstrecke. Komm, ich riskiere es. So, mehr brauchen wir nicht. Würde ich mal meinen. Ja, sogar schon ein zu hoch. So. Nur bis hierher. Und keinen Schritt weiter. Davon haben wir noch welche. Das passt. Ich muss aufpassen. Aufpasse. Wir nehmen uns erstmal den roten. Machen Sie mal den oberen Kranz. Thank you.
Aber statt jetzt hier ewig rumzueiern und zu gucken, ist das, glaube ich, echt eine gute Variante. Nee, mehr gibt's nicht. Wenn Ende ist, ist Ende. Ah, verdammt mich nochmal. Warum bist du denn jetzt runtergefallen? Das war nicht so cool. Es ist jetzt nicht so prickelnd. Aber ganz zu Anfang hat man so, selbst als die Blueprints rauskam, die Blueprints gebaut. Ja, jetzt weiß ich auch, welchen Gedankenfehler ich gerade hatte. Ich habe natürlich die Shift-Taste gedrückt, um hier einzeln zu bauen. Bin davon ausgegangen, dass ich die Quatsch-Taste hier im Wickel hatte. So. Der oben ist ja dann halb so wild, den kriegen wir auch noch alleine hin. Alleine. Den kriegen wir dann auch von oben hin. Hauptsache hier unten steht erstmal soweit alles in richtiger Reihenfolge. Was ist mit dir kaputt? Ein blauer hin. So. Der weiß, sie ist auch relativ wumpe. Jetzt bloß nicht aus Versehen noch einen ranzimmern. Das könnte sonst blöd werden. So. Blau, nicht blau, nicht blau. Sup. Keine Angst, gleich haben wir es. War aber, glaube ich, echt die beste Variante. Gute Entscheidung habe ich da getroffen. Findet ihr nicht auch? Sagt es doch einfach. Aber wolltet da lieber stundenlang sehen, wie ich hier mich abquäle und das versuche nachzuvollziehen? So. Konnte ja nur gut gehen. So, hoch hier. Fertig. Läuft. Läuft, wackelt und hat Luft. Sehr schön. Ist halt genau an der Stelle leer. Ja, da ist die Zeit auch schon wieder um. Schade eigentlich. Hätte ich gedacht, dass wir ein bisschen weiterkommen. War zumindest mein Ziel. Aber ich will mal nochmals ganz kurz austesten oder checken. Ist vielleicht ticken zu gelb. Also eigentlich kommt soll hier wieder rot rein, ne? So. Aber du bist ja auch falsch. Machen wir mal ganz schnell noch. Und zwar eigentlich dahin. Ja machen hatte man hat ja so hier
Das ganze Ding ist noch nicht korrekt fertig. So, das wird jetzt auch der letzte Akt für heute sein, keine Angst. Ich werde den jetzt gleich wieder ein bisschen angleichen, das ganze Ding. Wie habe ich das Bedürfnis, immer genau den anderen rauszuziehen? Ist aber Schwachsinn. So, und düster ist jetzt eh. Deswegen würde ich mal sagen, ganz herzlichen Dank. Was, wo habe ich denn jetzt falsch gemacht? Habe ich jetzt echt alle falsch rausgenommen? Hier habe ich richtig. Hier habe ich einen Fehler drin. Ah, okay. Kann passieren. Dann passt das hiermit wieder überein. Ich wollte schon sagen, jetzt mal wieder ein Fehler. Das Holz soll ja durchschimmern. Okay, nee, dann war es das für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Zusehen und dann würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich trotzdem morgen wieder einschaltet, wenn wir das ganze Ding vervollständigen, auch so Gott will. Ich sag mal bis dahin und tschüss.